Ein ganz neues Kapitel, Leute. Ich habe mir eine flotte Bude gekauft und die stelle ich euch jetzt mal vor. Das ist so ein richtig schönes Ostfriesenhaus. Die Hütte liegt im kompletten Nix. Es ist unfassbar ruhig hier, es ist unfassbar schön hier, aber es ist auch ein großes Projekt, denn es gibt jede Menge zu tun. Da könnt ihr mich bei begleiten. Das wird diesen Sommer richtig anstrengend, ey. Bevor ich euch zeige, was hier so alles anfällt, stelle ich euch erstmal das Haus vor. Das Haus wurde im Ursprung 1890 gebaut und natürlich nach und nach wieder aufbereitet. Und jetzt ist es mein Eigentum und ich fange jetzt an, hier was richtig Tolles rauszubauen. Extrem wichtig war mir natürlich, super viel Land zu haben. Gerade für Fiete, der da hinten rumliegt. Ich möchte hier einen Kartoffelacker haben, ich möchte hier einen Schwimmteich haben, ein Riesenblumenbeet, eine Terrasse, eine Grillfläche. Ich möchte hier im Sommer mit Freunden eine tolle Zeit verbringen, aber auch Sachen anbieten. Er fühlt sich hier schon richtig wohl. Der vordere Teil des Hauses wird übrigens an ein Familienmitglied vermietet und dieser Teil gehört dann mir. Stell euch das Haus mal ganz grob vor, lauf hier mit euch durch und dann morgen übermorgen erzähle ich mal, was wir hier verändern. Hier sind wir in der Küche, auch ultra schöne alte Fliesen, die ich genauso lassen werde. Die Küche wird mit dem Wohnzimmer und diesem Nebenraum zusammengeführt. Überall werden die Wände rausgenommen und hat man einen großen Raum in L-Form. Hier ist das erste Badezimmer, das wird komplett grundsaniert. Diese Wand zum Eingangsbereich wird komplett rausgerissen. Hier ist noch ein Abstellraum. Hier ist Gäste-WC direkt am Eingang, das wird auch grundsaniert. Diese alte, furchtbare Treppe, komplett neu gemacht, lackiert und. Das wird ein richtig flottes Gerät. Hier ist ein Raum, die Wand kommt raus, wird mit diesem Raum zum Schlafzimmer verbunden. Hier oben ist so eine kleine Toilette, da passe ich gar nicht rein. Dann kommt eine Wand und hier ist ein kleines Badezimmer. Wird alles rausgerissen. Auch die Wand, das wird verlängert, geht hier durch. Hier kommt ein neuer Raum, Dusche. Dann hast du ein großes Badezimmer. Dieser Raum wird mit dem Raum hinter dieser Wand verbunden. Ich möchte auch mal irgendwann wieder tätowieren. Ich brauche ein Arbeitszimmer. Das wird miteinander verbunden. Dann hast du einen flotten Raum, wo ich mich kreativ austoben kann. Das ist jetzt die Küche von der Mietswohnung. Die ist eigentlich noch ganz vernünftig. Natürlich wird hier neu tapeziert. Direkt weiter ins Wohnzimmer. Hier muss auch neu tapeziert werden. Die Mietswohnung hat natürlich auch ein Obergeschoss. Hier sind noch einzelne Räume. Eins und zwei. Und hier wird jetzt bald angefangen, Tapeten abreißen, diese ganzen Arbeiten. Das wird richtig schön in Handarbeit vernünftig hier aufgebaut. Es wird ein ziemlich spannendes, großes, anstrengendes und verrücktes Projekt den ganzen Sommer über. Ich nehme euch natürlich mit, wir dokumentieren das Ganze ein bisschen, Udo macht mit, wir bauen hier viel um, einen Schwimmteich und so weiter. Das wird richtig toll, ey, ich freue mich drauf. Eine kleine Eiscremetörtchen. Also, folgende Idee. Damit dieses ganze Projekt dokumentiert wird, für mich, aber auch für die Leute, die Bock drauf haben, mache ich einen neuen YouTube-Kanal. Da kann man das Ganze hier verfolgen, weil hier steht so viel an. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, gerade für mich, um zu sehen, was hier so passiert ist, um alles zu dokumentieren, was in mir vorging, was hier passiert und. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Ich verlinke den Kanal die Tage, wenn ich das alles aufgebaut habe. Für die Leute, die Bock haben, die können den Scheiß dann abonnieren. Wir haben hier wirklich so geile Sachen vor. Dieser Schuppen wird mit einem 7,5 Tonnen Radlader platt gefahren und das wird einfach richtig cool. Auch mit Udo ein paar Sachen, auch mal vernünftige Sachen. Ach komm, scheiß drauf, ihr seht das dann ja alles. Hier! Entschuldigung, er ist in der Pubertät! So, du musst hier aufhören zu bumsen, Alter. Das ist langsam echt unangenehm. Hier liefen gerade die Nachbarn lang mit einem kleinen Hund und du musst aufhören, die zu bumsen, Alter. Das ist richtig unangenehm. Guck. Einmal weg, du rennst da hin und bummst dem Hund einen Buckel krumm. Du bist hier nur am Bumsen und am Buddeln. Das ist echt super unangenehm.